Das Wort erfolgt. Fünf Stuten in diesem Rennen gegen einen Hengst. Mal schauen, wie das Gefecht ausgeht. Vinola noch außerhalb, Wild Blossom nach wie vor am stärksten gefragt. Doppeltes Geld im Siegfall, der Programm Nummer 3, 20 für 10 also. Gegen die Daten Hoppegarten schon wie die Siegerin, aber wurde dann in Anführungszeichen nur Zweite. Magic Moments kommt heran, denn wie gesagt, anderen Rennfarben, rosa, weiße Ärmel, weiße Kappe. Lulus Jackpot und Vinola kommt ebenfalls heran. Der Start kann pünktlich erfolgen, da gibt es etwas Probleme bei Basewater. Und Boxen auf für Rennen 5, Preis vom Scheibenholz Kids Club über die knappe Meile. Das Feld formiert sich, ist im Scheitelpunkt des Leipziger Stadtburgers mit Vorteil von Wild Blossom. Abgelöst jetzt von Lulus Jackpot, geht nach vorn vor Vinola, dann Wild Blossom. Die nächsten dann dahinter, das sind dann Power of Paradise und schließlich Basewater. Vorn eine gute Pace wird vorgelegt von Lulus Jackpot, hat die frühe Position inne, führt mit zwei Längen knapp vor Wild Blossom. Außen daneben sieht man die Farben von Vinola, dann die nächsten Pferde mit Magic Moment, mit Basewater und hinten dann schließlich Power of Paradise. Das fällt mir dir gegenüber, die Fahrt ist wirklich gut, die Fahrt ist frei, wird nach wie vor diktiert von der 1 von Lulus Jackpot, dann Vinola, innen flankiert von Wild Blossom, dann sieht man dahinter die Dresdner Interessen mit Magic Moments. Letztes Pferd nach wie vor ist hier Power of Paradise. Weitere Wege wählt die 4, wählt Basewater. Vorbei geht's am Überweg mit Vorteil von nach wie vor Lulus Jackpot. Dahinter wird schon Wild Blossom etwas stärker angefasst. Dann Vinola auf Platz 3. Jetzt auf freier Bahn. Wild Blossom auf vorne ist nach wie vor Lulus Jackpot. Geht das hier Startziel mit Eugen Frank. Vorn, wie gesagt, Lulus Jackpot hat einen kleinen Vorteil. Aber jetzt kommt der Angriff von Wild Blossom auf Platz 3. Power Paradise war vorn. Es gibt ja wahrscheinlich einen Startzielerfolg für die 1, für Lulus Jackpot. Ist jetzt hier wohl gleich im Hafen. Die 1 gewinnt. Lulus Jackpot hat gewonnen vor Wild Blossom. Sein drittes Pferd ist hier Magic Moments vor Power of Paradise. Dann Vinola und schließlich.